Wie wär's denn heute mal so richtig schwarz zu sehen? Mal so richtig alles in Schwarz zu malen, die düstersten Aussichten, die du dir vorstellen kannst. Die Ängste, die du hast, was alles passieren könnte. Ja, geh mal richtig da rein und mach nicht immer nur so halbe Sachen und denk, oh, was könnte alles passieren? Ja, was genau? Was genau könnte denn schlimmstenfalls passieren? Und damit deckst du wieder Dinge auf. Da bringst du Licht in das Dunkel und kannst klarer sehen, dass viele der Ängste so sind, dass du eben diese Ängste deshalb hast, weil du das nicht bis zum Ende wirklich durchdacht hast. Und dazu möchte ich dich heute einladen. Und ja, ich habe das damals bei Dale Carnegie gelernt, einem Motivationsforscher aus Amerika. Der hat dann gesagt in seinem Buch Sorge dich nicht lebe, okay, worüber machst du dir Sorgen? Jetzt geh das mal weiter durch. Was könnte denn schlimmstenfalls passieren? Und dann die Frage, würdest du das überleben? Es könnte sein, dass du zum Ergebnis kommst, dass du das nicht überlebst. Ja, und dann, genau, was passiert dann? Hast du dir das genau überlegt? Hast du mal überlegt, was du glaubst, was dann passiert? Das ist eben etwas, was wir häufig nicht machen, dass wir mal uns damit wirklich auseinandersetzen, was für ja, Bedenken wir haben, was für Ängste wir haben, woher die rühren und ja, sich genauer anzuschauen, was haben wir denn da alles in unserem Kopf abgespeichert, was uns gar nicht so bewusst ist. Und ja, wir haben in unserer Kultur die Farbe schwarz, wenn jemand stirbt. Und ja, natürlich, und auch ich bin da genau auf der gleichen Linie, wenn ein lieber Mensch stirbt, dann ist er erstmal für uns hier auf dieser Ebene nicht mehr erreichbar. Außer wir haben uns entschieden zu sagen, okay, wir sind nicht nur das. Wir sind nicht nur diejenigen, die hier eine Rolle spielen, sondern wir sind mehr. Und wir haben auch mehr Möglichkeiten. Und in unserer Kultur ist es eben, ja, von dem christlichen Glauben her so übernommen worden oder festgelegt worden, dass wir nur dieses eine Leben haben. Und dann entweder oder ist, dass wir entweder in den Himmel kommen oder in die Hölle. Oder wie viele sagen, ja, wenn aus ist, ist aus. Diejenigen, die an dieses Himmel-Hölle nicht so glauben können, weil sie gemerkt haben, das ist im Endeffekt auch nur Fake, dann gehen sie vielleicht eben in diesen Zustand über, ich habe jetzt hier bei der Geburt kein Bewusstsein gehabt und ich werde nach dem Tod kein Bewusstsein haben. Und dann ist das natürlich nur eben diese Spanne. Und dann, wenn etwas so schlimm wäre, dass es in dem schlimmsten Fall, was schlimmstenfalls passieren könnte, quasi mit unserem Tod endet, dann ist das natürlich schon eine sehr heikle Sache für diejenigen Menschen. Und dann wäre es vielleicht doch auch für diese Menschen
interessant, sich eben mal da rein zu begeben, das zu hinterfragen. Ist das denn wirklich so? Ist da wirklich dann Schluss? Und ist das alles nur Gehirngespinste, irgendwas, was wir uns da ausmalen, Fantasien? Diese Menschen, die ja ein Nahtoderlebnis hatten und dann ja teilweise sehr unterschiedliche Sachen erlebten. Ja, ist das alles nur Fantasie? Warum können Menschen auf einmal ja in solch einer Situation ihren Körper verlassen oder ihr Bewusstsein verlässt den Körper und sie haben auf einmal eine andere Sicht? Sie sehen sich irgendwie oberhalb der Szene und können darauf schauen. Wie ist das denn möglich? Das kann ja nur möglich sein, solange man irgendwie lebt, ne? Weil das ist ja natürlich eine Idee vom Gehirn. Das ist ja alles nur Fantasie. Kann man so sehen. Oder du kannst eben dich da ein bisschen weiter reinbegeben und dann vielleicht merken, oh, das ist das, was ich bisher nicht so wirklich hinterfragt habe, ist vielleicht nicht ganz richtig. Und dann kann daraus entsprechend eine Erweiterung passieren, die dann alle meine Ängste, die ich vorher hatte, und Bedenken quasi null und nichtig macht. Und das ist etwas, ja, was ich dir ans Herz legen möchte, weil du, wenn du dich damit auseinandergesetzt hast, wirklich, dann die Gewissheit hast, okay, ja, es ist anders als das, was man mir beigebracht hat oder was ich so übernommen habe als Idee, dass das dann jetzt sehr wahrscheinlich so ist. Und dann ist da auf einmal eine zusätzliche Möglichkeit, die mir dann vielleicht ja, Erleichterung bringt. Und das wäre ja eine schöne Methode, oder? Also aus meiner Sicht ist es wirklich wichtig, erst einmal richtig schwarz zu sehen. Richtig. Oh nein, das, um Gott, und ah, so muss ich weiterleben. Was da alles passiert. Ja. Und dann denke immer weiter und geh da genau rein. Geh auch in die Gefühle rein, die sich damit verbinden. Und vielleicht kommst du auf die Spur, dass da vielleicht andere Dinge hinterstecken. Und du erkennst, das war einfach nur Blödsinn da oben, ja, was ich da übernommen habe oder mir selber eben nicht so richtig klar gemacht habe. Und deshalb ist es gut, ja, dann letztlich Licht in die Sache hineinzubringen. Durch ja, das Schwarzsehen kannst du auf einmal Licht sehen. Wie toll ist das denn? Probier es einmal aus. Ja, oder ja, komm gerne auf mich zu und wir arbeiten gemeinsam daran, dass du ja, deine Ängste überhaupt erstmal wirklich kennenlernst, die hinter vielleicht den anderen Ängsten stecken, sodass du das Grundübel auch wirklich bearbeiten kannst und dass du frei wirst von Ängsten. Denn Ängste sind etwas, die in den wenigsten Fällen hilfreich sind. Weil wie viel Sorgen machen wir uns täglich und wie viel tritt davon ein? Klar, du kannst jetzt sagen, wir sind in einer blöden Zeit und wir sind davor, uns alle komplett in die Luft zu sprengen. Ja, das ist nicht das Schönste, definitiv nicht, weil es würde uns wieder an den Anfang setzen. Und
geht dasselbe Spielchen von vorne los, denn das scheint so ein Prinzip zu sein, dass solange wir gewisse Dinge nicht gelernt haben, wir immer wieder an den Anfang gehen und schwupp wieder neu starten. Damit das eben ja, sich nicht so aufaddiert als Last, haben wir das Glück, dass wir ja, mit all diesen Dingen nicht belastet sind. Und doch, wenn wir uns heute damit befassen, bewusst befassen, dann kann das wiederum aber zur Entlastung beitragen, weil wir dann nicht einfach irgendwelche diffusen Ängste weiter mit uns rumschleppen müssen, sondern die dürfen sich auflösen. Wie schön ist das denn, oder? Und dann kommt eben Licht in die Sache hinein. Ja, ich danke dir für die Aufmerksamkeit und freue mich, wenn du mal so richtig da hineingehst. Und wenn du Unterstützung brauchst, dann komm gerne auf mich zu. Ich danke dir, bis dann.